Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Strukturierte Daten versteckt und unterschätzt. Ja, also es ist jetzt ein bisschen schwierig. Vor mir waren hier, ich weiß nicht, wer hier war, zwei Vorträge von sehr durchdesignt und alles zu ChatGPT. Meins ist eher ein technischer Vortrag. Die Designansprüche sind anders. Es geht um die Inhalte. Also, ja, mein Name, also wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sigrid Gramlinger-Moser. Gramlinger ist auch okay, oder Sigrid. Also, ich mache Joomla-Webseiten wirklich seit 17 Jahren. Ich habe eine Agentur in der Nähe von Wien. Wir sind jetzt auch zu dritt als Team da. Das freut mich besonders zum ersten Mal, wirklich nicht alleine am Joomla Day so zu sein. In Österreich bin ich KMU Digital. Es gibt so KMU Digitalberatungen. Da bin ich zertifizierte Beraterin auch für verschiedene Bereiche. Ich habe letztes Jahr einen MBA in IT Consulting gestartet. Mir fehlt jetzt noch die Masterarbeit, aber es wird. Ich war jetzt auch im letzten Semester FH-Lektorin für Web- und App-Development an einer FH im Burgenland. Ja, ich habe unter anderem den Joomla.de Österreich mit initiiert, 2014, 2015. Damals gab es den ersten. Jetzt seit 2, 3 Jahren machen wir den als Dach, also gemeinsam. Habe auch die Joomla User Group Wien mitgegründet. Sind damals waren bei dem ersten Meeting Leute, die sind heute hier. Das finde ich ganz fun. Ich war jetzt 3 Jahre lang im Joomla-Projekt CMS Release Team Lead. Also das sind die ganzen, im Team sind die ganzen Release Manager drinnen und auch die Leute, die Joomla testen. Jetzt nochmal so auf ganzen Installationen. Und bin jetzt aber seit 2, 3 Wochen Joomla Production Department Coordinator und bin jetzt da auch dabei, die Aufgaben zu übernehmen. Und jetzt war so Joomla Day und danach geht es jetzt da dann in die Richtung. Also ich bin im Prinzip im internationalen, also im Board des Joomla-Projekts jetzt und freue mich da jetzt schon auf das nächste, jetzt mal ein halbes Jahr und dann werden wir sehen. Ja, also ich bin sehr tief involviert ins Joomla-Projekt, weil es mein Anliegen ist, weil ich das CMS Joomla einfach total genial finde. Und bin auch immer dabei, wenn es um Verbesserungen geht, wenn es um Anregungen geht und freue mich auch immer über Rückmeldungen. Und darum finde ich auch den heutigen Vortrag ganz spannend. Und wenn jemand Ideen hat oder so, ich bin auch immer gerne dazu bereit, die richtigen Leute miteinander zu vernetzen. Also gerne vorbeikommen und sagen, was man so für Ideen hat. So, jetzt geht es aber heute geht's um strukturierte Daten auf Webseiten. Ist ja auch ein sehr starkes SEO-Thema eigentlich. Ich bin eigentlich keine ausgewiesene SEO-Expertin. Ich habe allerdings in den letzten 17 Jahren immer wieder auch viel versucht, richtig umzusetzen, gerade technisches SEO, also auf der eigenen Seite. Und habe da einfach auch irrsinnig viele Erfahrungen schon gesammelt. Und ich habe dann auch tatsächlich Kundenbeispiele auch dabei. Ja, also für wen ist jetzt dieser Vortrag jetzt hier? Einerseits geht es darum, was sind strukturierte Daten? Wir hatten schon mal strukturierte Daten in einer Webseite eingebaut. Ja, schon mal einige. Okay, dann haben wir schon ein paar, die da auch mitreden können. Ich werde auch erklären, warum sie wichtig sind, also was das für Auswirkungen dann auch hat, positiv wie negativ. Wie kann man strukturierte Daten mit Joomla generieren? Wie kann man auch testen, ob sie richtig eingebunden sind? Und sie machen den kleinen Unterschied. Es war lang so, dass das viele halt nicht verwendet haben auf Webseiten. Und damals hat es noch einen viel größeren Unterschied gemacht. Es macht aber jetzt immer noch einen Unterschied, ob auf einer Webseite strukturierte Daten eingebunden sind. Was ist denn so generell das Ziel von Webseiten? Also wenn man so Kunden fragt, die wollen eine neue Webseite, sie wollen natürlich gefunden werden, Produkte verkaufen, Kurse anbieten, informieren. Also sie wollen natürlich. Man will auffallen in den Suchergebnissen. Also wenn ich im Suchergebnis heraussteche, weil ich Sterndl habe, weil ich irgendwas, ein Bild dort habe oder so, dann ist das immer gut, ja? Weil dann je eher klickt jemand auf mich. Natürlich, je weiter ich oben stehe und so weiter. Also man will auffallen in den Suchergebnissen. Wie geht das zum Beispiel? Also angenommen, da oben jetzt, ich google nach Brandschutzwart Wien. Da haben wir ein Beispiel, dann kriege ich so das Suchergebnis. Das Erste, was vielleicht einmal auffällt, ist, da ist ein Datum. Das haben jetzt zum Beispiel die anderen Suchergebnisse nicht. Das ist auch schon, das kommt auch schon aus den strukturierten Daten. Dann, hier fällt auch noch auf, da ist so eine Grafik dabei. Also da sieht man, wenn man genau hinschaut, quasi kann man so, wie so eine Brandschutzausbildung aufgebaut ist, erkennen. Was noch auffällt, das Nächste ist eigentlich sind weitere Fragen.
Das ist ja auch immer eine gute Quelle für Informationen, bauen wir ganz oft auf den, bei den Kundenwebseiten ein. Also auch noch was, wo man, also wenn man da draufklickt, kann man auch mit der eigenen Webseite verlinkt sein. Und da unten bei dem Suchergebnis zum Beispiel würde man eben sehen, da stehen dann sowas, das ist so Navigation, also da würde ich da unten auch schon weiterführende Links sehen. Also alles zusätzliche Information zum normalen Page-Title und der Meta-Beschreibung. Ich habe da noch ein Beispiel, das ist eine Kundin von mir, die ich schon sehr lange betreue und sicher auch schon auf dem einen oder anderen Joomla.de mal als Beispiel genannt worden ist. Die rankt nämlich zum Beispiel mit Yoga-Kissen. Die macht so, die näht selbst, also als Firma Kissen mit Dinkel gefüllt und eben auch Yoga-Kissen. Und wenn ich nach Yoga-Kissen Bio kaufen suche, dann ist das ja klar eine Suchintention. Da habe ich jetzt auch schon mal die weiteren Fragen drinnen. Wir haben ja auf der Webseite auch die Fragen eingebaut. Und sie hat da auch, sie erscheint an einigen Stellen auch wirklich tatsächlich in den Fragen. Also wir haben uns das, sieht man auch in der Search-Konsole dann. Was da noch auffällt, ist auch das Produktfoto dann drinnen. Es sind auch aus den Produktdaten. Und das, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil da steht auch der Preis und das auf Lager. Und das steht bei ihr seit 2016 da. Also nicht der gleiche Preis oder das, aber grundsätzlich, ich habe das damals schon recht früh reinprogrammiert, da ist das absolut noch hervorgestochen aus den anderen Suchergebnissen. Und sie rankt vor Amazon. Sie hat eine Nische, aber sie rankt vor Amazon. Und das sind eben diese Rich Search Results, also Rich Suchergebnisse, die kommen eben aus den strukturierten Daten von der eigenen Webseite. Also die gebe ich auf meiner Webseite oder bei dem Produkt oder sonstigem an. Weil woher weiß Google denn, was der Preis ist? Ja, natürlich, also in der Zukunft wird das wahrscheinlich noch einfacher werden, dass Google aus dem Kontext erkennt mit KI und sonst was, was ist denn der Preis oder was ist der Beschreibung, ist das auf Lager oder nicht? Das war früher ja noch viel schwieriger, es wird einfacher. Irgendwann braucht man vielleicht die strukturierten Daten auf der Webseite nicht. Aktuell ist es so, dass das ist ein standardisiertes Format der Daten auf der Webseite. Das wird maschinell natürlich durch den Bot ausgelesen und dadurch bekommt Google ein besseres Verständnis für die Seite. Weil damit weiß Google, okay, das ist ein Produkt oder das ist ein Film oder das ist ein Rezept oder das ist ein Video, weil ich das schon in diesen strukturierten Daten drinnen stehen habe. Also das gebe ich mit meinen Inhalten mit auf der Webseite. Da ist auch nochmal, ich habe da gegoogelt nach Termine für Brandschutzwart Wien. Also je konkreter es wird, umso besser sind dann natürlich auch die Suchergebnisse. Und was man da auch schon sieht, das sind noch detailliertere Daten, weil ich sehe da den Kursnamen, ich sehe das Datum und ich sehe sogar den Preis von dem Kurs. Und ich kann mir da unten noch weitere anzeigen. Und das sind Google-Suchergebnisse. Ja? Also das ist nicht Meta-Beschreibung oder so, sondern das hat Google aus den Daten raus generiert. Und diese Version, das nennt sich dann Enriched Search Results. Also das ist nochmal eine Stufe weiter und die gibt es aktuell für Stellenausschreibungen, Rezepte und Veranstaltungen. Und die Kurse fallen in dem Fall unter die Veranstaltungen rein. Also für diese drei Typen gibt es, also bietet Google diese angereicherten Suchtypen. Man muss ein bisschen probieren, nach was man sucht, aber dann kann man das auch sehen. Je konkreter Google, je genauer weiß, umso besser spielt es dann eben diese Suchergebnisse aus. Und das sind eben nochmal strukturierte Daten und das sind bestimmte Qualitätskriterien dahinter. Also Google wird das jetzt nicht bei der erstbesten Seite, die ganz frisch online ist und diese strukturierten Daten drinnen hat. Also Google schaut da schon auch über den Zeitverlauf. Ist das eine vertrauenswürdige Seite? Ist die in Inhalte? Also alle Qualitätskriterien, die Google so abprüft auf der Webseite, spielen da natürlich mit eine Rolle, damit man eben so ein ausführliches Enriched Search Result sieht. Genau, also ich habe da immer auch die Links unten drauf, weil da ist das immer auch noch ganz genau beschrieben, gibt es auch auf Deutsch dann diese Beschreibungen. So, was sind jetzt tatsächlich diese strukturierten Daten? Weil wir waren jetzt immer eigentlich bei den Ergebnissen, wie das dann bei Google aussieht. Ja? Generell, was sind jetzt der Unterschied zwischen nicht strukturierten und strukturierten Daten? Nicht strukturierter Datum oder ist zum Beispiel ein normaler Text, ohne Überschriften, ohne Hervorhebungen, ohne irgendwas, einfach ein Textparagraph. Ja? Ein Text mit Überschriften, Hervorhebungen, Aufzählungen und so weiter ist schon strukturiert. HTML-Code sind strukturierte Daten, weil wenn ich eine Überschrift mit einem H1 auszeichne, habe ich damit gesagt, das ist eine Überschrift erster Ordnung und somit ein strukturiertes Datum. Ein normales Video, einfach irgendein File, irgendein Video ist ein unstrukturiertes, also nicht strukturiertes Daten. Wenn ich jetzt das Video auch mit Kapiteln, ich mache Sprungmarken,
Ich habe eine Beschreibung oder Zusammenfassung und gebe das alles mit diesem Video mit, dann sind das auch schon strukturierte Daten, weil ich natürlich viel mehr weiß über dieses Video, weil sonst sehe ich nur einen Pfeil und habe keine Ahnung. Tonaufnahmen, auch das Gleiche. Ich habe irgendein Audio-Pfeil, keine Ahnung, was das ist. Aber sobald ich das rundherum mit den zusätzlichen Daten anreichere, kriege ich strukturierte Daten, die dann eben auch ausgelesen werden können und auch verarbeitet und besser verstanden werden können. Oder auch Tabellen ist das klassische strukturierte Format mit natürlich Überschriften, Summen und so weiter. Auch strukturierte Daten sind natürlich sowas wie XML oder auch JSON. Also das sind auch, sobald ich das auslesen kann und übersetzen kann, quasi sind das strukturierte Daten, gerade auf Webseiten. Es gibt zum Teil allgemeingültige Definitionen. Das ist dann sowas wie ein Vokabular, da kommt man dann noch drauf. Und ich glaube, dass ich eben mit KI wird dieses Verständnis natürlich immer noch besser, weil man leichter diese Daten lernen kann, wenn ich Zusatzinformationen mitgebe und das natürlich noch schneller verstanden wird. Was sind jetzt diese allgemeingültigen Definitionen? Schema.org, wir haben das schon einmal gehört. Sind ungefähr die gleichen wie vorher, genau. Wer war schon mal auf der Webseite von Schema? Boah, einige, sehr gut. Was macht ihr da? Also was macht ihr jetzt im Vortrag hier? Nein, Schema.org ist sowas wie das Vokabular für die strukturierten Daten. Es wurde eben gegründet von Google, Microsoft, Yahoo und Yandex, also den Großen quasi im Online-Suchbereich oder Online-Inhaltsbereich oder so immer, in einem Open-Community-Prozess. Die Formate, die definiert wurden, sind im JSON-LD. Das wird gerade von Google bevorzugt zurzeit. Früher waren es noch viel mehr Microdata und RDFA. Was das genau ist, kann man sich auf der Seite anschauen. Ich zeige das dann noch kurz. Und definiert wird eben mit Schema.org dieses Vokabular. Also was ist zum Beispiel ein Rezept und was kann alles in einem Rezept verwendet werden? Und das sind eben diese Entitäten, nennt man das, und die Beziehungen zwischen den Entitäten, weil man kann das ganz stark verschachteln zum Beispiel und immer nochmal eine Ebene drunter, um das noch genauer und detaillierter zu erklären. Und Schema.org ist sehr gut dokumentiert und es ist theoretisch, kann man es beliebig, könnte man selber auch erweitern. Also ich kann diese Sprache mit der eigenen Auszeichnung im Prinzip erweitern. Das ist jetzt nochmal die Definition von der Webseite selber. Also Schema.org ist eine gemeinschaftliche Aktivität mit dem Ziel, Schemata für strukturierte Daten im Internet, auf Webseiten, in E-Mail-Nachrichten und darüber hinaus zu erstellen, zu pflegen und zu fördern. Also das ist das, was dahinter steht. Das ist ein allgemeingültiges, das ist für alle gleich, für diese Daten. Um das eben quasi zu übersetzen. So ist die Webseite, so schaut die aus. Ich bin da jetzt auf schema.org/Artikel, Groß- und Kleinschreibung beachten, mit dem kleinen A wird das die URL zum Beispiel nicht funktionieren. Und dieses Schema wird tatsächlich dann im HTML-Code, wenn man es über Mikrodaten macht oder auch im JSON, wirklich auch mitgegeben. Und das referenziert im Prinzip auf diese Webseite. Genau, also man kann sich da durchklicken, man sieht dann alle Properties, alle Typen und Inhalte, die man da verwenden und ausgeben kann. Also wenn man mal Spezialfälle hat, wirklich auf der Seite nachschauen, das ist die Ursprungsquelle, wie diese Daten definiert werden müssen. Ja, wie ist es jetzt mit strukturierten Daten auf Websites? Das sind natürlich einerseits HTML-Code, aber das ist ja allgemein sehr generisch. Dann eben, wie ich schon gesagt habe, mit JSON-LD, das ist aktuell das bevorzugte Format, Mikrodaten und RDFA, und auf der Schema.org-Seite gibt man, wenn man auf die Artikelseite geht und dann ein Stück nach unten scrollt, gibt es immer so Codebeispiele und man kann da dann auch da oben, man kann dann da sich auch durchklicken und man sieht dann die unterschiedlichen Inhalte, wie die ausgegeben werden, wenn man mal nachschauen will, wie sollte eigentlich das Format denn tatsächlich eingefügt werden. Also wir sind da jetzt bei JSON-LD und ich sehe da schon oben, also wenn man es liest, im Skript ist der Typ Application-LD-JSON und dann der Kontext ist Schema.org, Type Periodical, also das wäre jetzt quasi sowas wie eine Zeitschrift und das sind jetzt die unterschiedlichen Daten. Das ist jetzt irgendein beliebiges Beispiel. Und das sind eben diese strukturierten Daten, die sind dort eben definiert. So, welche Formate davon unterstützt jetzt Google in den Suchergebnissen? Da hat Google, also mit diesem Link, der ist jetzt nicht so ganz einfach zu merken, aber da ist extrem genau definiert, wie die aussehen und da sind dann auch so Beispiele drauf. Man kann danach googeln, man findet es auch schnell.
Und da sind eben dann diese Beispiele drinnen, also für Artikel, es ist ein bisschen Deutsch-Englisch gemischt. Besser ist immer, man schaut sich aufs Englisch an, weil das ist alles eindeutig dann definiert. Auf Deutsch ist nicht immer alles übersetzt. Und das sind jetzt Formate, also Artikel ist jetzt ein Artikel, also nicht unbedingt ein Blogartikel, sondern auch wissenschaftliche Artikel oder Zeitungsartikel, dann Buch, Navigationspfad, Karussell gibt es, dann Kurs, also das wären jetzt wirklich so Kurse, Schulungen. Mit Corona hatte ich da auch einiges dazu ergänzt, Mitteilungen zu Covid-19, das gibt es auch als strukturiertes Datum, Fragen und Antworten für Bildungseinrichtungen, also gerade im Bildungsbereich kann man da sich auch noch mal einiges raussuchen. Dann gibt es zum Beispiel, also ich gehe jetzt nicht alle durch, es gibt dann zum Beispiel auch sowas wie Tutorials, How Do's, Do It Yourself, also wenn man so nach Krawattenknoten knüpfen sucht, dann sieht man wirklich zum Teil die einzelnen Schritte, also man kann das in einem strukturierten Datenschritt, Step 1, Step 2, Step 3, kann man das so auch mitgeben und Google zeigt es dann wirklich so mit diesen Schritten an als Lernpfad. Ich habe jetzt noch einmal ein technisches Beispiel, also wie das denn jetzt tatsächlich im HTML-Code ausschaut. Das ist jetzt so ein ganz stinknormaler HTML-Code, ich weiß noch gar nichts. Ja. Ich sehe zwar, da ist ein Div und da ist eine H1, aber inhaltlich, das könnte irgendwas sein, das könnte genauso gut die Überschrift von einem Kochrezept sein, in dem Fall ist es von einem Film. Ja. Und da wird dann so ergänzt, also dieses erste ist dieses Item-Scope und das ist jetzt im Mikrodatenformat, also Microdata. Das ist das, wie Joomla auch bisher auf der Webseite verwendet hat. Das schauen wir uns dann auch noch an. Also, und da wird einmal definiert in dem ersten Div, in dem ersten Container, der Item-Scope. Also in diesem Container ist jetzt einmal dieses Ding definiert. So, und das ist jetzt eben dieser Item-Scope. Und dann kommt das nächste, sage ich dazu, okay, der Item-Type ist eben ein schema.org-movie. Okay, jetzt weiß ich schon einmal, aha, da dreht sich um einen Film. Aber mehr weiß ich noch nicht. So, jetzt waren wir beim Movie und dann wird noch ergänzt der Name, also Item Property ist das dann, also wir haben den Item Type und jetzt haben wir die Item Properties und als erste Item Property bei der Überschrift wird einfach dazu ergänzt Avatar, ja, das ist der Film, also beim Avatar wird das Item Property Name ergänzt, jetzt weiß ich, wie der Film heißt. Ich habe vorher definiert, das ist ein Film, jetzt habe ich den Namen. Dann Director, also den Regisseur habe ich dann als nächstes. Der James Cameron, dann habe ich hinten theoretisch noch sein Geburtsdatum und dann habe ich drunter das Genre und so kann ich wirklich jedes einzelne Detail zusätzlich definieren, ohne dass es auf der Webseite sichtbar ist, weil wir sind hier ja entweder in einem Span, der unsichtbar ist, das ist wie mit den CSS-Klassen, ne? Das sieht man auf der Webseite selber nicht, CSS natürlich dann schon, aber die Klasse selber kann man ja nicht lesen und ich ergänze das eigentlich nur mit einem unsichtbaren im Span, dass das Genre ist Science-Fiction, ne? Damit weiß ich, es ist ein Science-Fiction-Film. Oder Item Property gibt es dann, kann man eben auf der schema.org-Webseite nachsehen. Alle Properties, die es für Filme gibt, je mehr ich ergänze, umso besser. Es gibt immer auch Required, also das sind Pflichtfelder, sonst ist das von Google nicht positiv validiert. Und natürlich nicht gut für Suchmaschinenoptimierung oder strukturierte Daten. So, und dann gibt es noch, kommt jetzt noch dazu, man kann dann eben das verschachteln. Und ich habe jetzt beim Regisseur, da wird jetzt quasi noch einmal zusätzlich definiert, wieder mit Item-Scope, also da, Item-Type, schema.org-Person. Also ich definiere da drinnen, der Regisseur ist tatsächlich eine echte Person und gebe dann da im Prinzip noch das Item-Proper-Birth-Date mit, damit weiß man sogar, wann ist der geboren. Also das geht, kann man wirklich bis ins letzte Detail runter exerzieren. Ja. Wie schauen jetzt strukturierte Daten in Joomla aus? Ich habe jetzt Joomla 434, Cassiopeia, installiert, lokal. Auf der Webseite selber sieht man ja nichts, schaut immer gleich aus. Strukturierte Daten sind unsichtbar im Hintergrund, das sind Metadaten, nicht sichtbar. Wenn man sich jetzt von diesem Blogpost, dem HTML-Code, also nur den Content-Bereich anschaut, dann schaut das so aus. Also ich habe ja da oben meinen Main und dann geht der Div los. Ich habe das jetzt wieder markiert. Da oben wird dann der Item-Scope definiert, das haben wir gerade vorher auch gesehen. Dann wirklich der Item-Type ist jetzt in dem Fall ein Artikel. Und das kommt in Joomla im Standard-Template mit, wird aber zum Beispiel mit anderen Templates dann nicht ausgegeben, weil sie wirklich im Template generiert wird. Also da müsste das Template das dann unterstützen, dass diese strukturierten Daten drinnen sind. Manche machen das, manche nicht, also gerade jetzt geschichtlich gesehen, früher. Dann wird da oben in dem Meta zum Beispiel die Sprache mitgegeben. Dieser Artikel ist in language.de, wäre jetzt auf einer mehrsprachigen Seite interessant natürlich, um zu wissen, dass das dann halt Englisch oder irgendeine andere Sprache ist. Da wird bei der H2 mitgegeben, dass das die Headline ist. Welcome to your blog. Also sind jetzt nur die Sample-Data.
Und so zieht sich das durch das ganze HTML nach unten, created by. Ich habe ja das Veröffentlichungsdatum, den Author und so. Da sehe ich jetzt auch wieder, created by ist der Author. Das ist jetzt wieder auch eine Item Scope, wie es wird, das heißt wieder ein strukturiertes Datum unterdefiniert, ist wieder eine Person. In dem Fall ist das Item Prop Name und in den Joomla-Beispieldaten steht da Joomla drinnen. Sonst würde da natürlich Sigrid oder, weiß ich nicht, Frau Müller, keine Ahnung, irgendwas drinnen stehen. In dem Fall steht Joomla, darum ist das nicht so ganz, vielleicht macht es sinnvoll, geschrieben von, wäre dann der Name von dem Benutzer in Joomla. Dann haben wir da bei der Kategorie steht dann das Genre dabei. Date Published ist das Veröffentlichungsdatum. Und das sieht man davor, bei Date Time da vorne. Das ist, kann man auch als strukturiertes Datum, das habe ich da jetzt nicht markiert, also so kann man das auch mitgeben. Und da sieht man noch ganz spannend unten die Zugriffe. Also im Text wird angezeigt, Zugriff ist 1. Und ich habe ein Item Property Interaction Count und der Content ist User Page Visits ist 1. Also da wird auch in den strukturierten Daten tatsächlich mitgegeben. Da war bisher ein Zugriff auf diese Seite. Wenn man sich das, und es gibt jetzt, also das wird einmal ausgegeben auf der Seite, sieht der normale User nicht, der Google-Bot oder irgendwer kommt und versucht, diese Daten auszulesen. Da gibt es jetzt verschiedene Tools dazu. Ich habe da jetzt mit einem einmal so einen Screenshot gemacht. Das wird da so gelesen, also ich zeige das nachher auch noch. Der Type ist im Artikel, inlanguage.de, Headline, Welcome. Also das sind jetzt die Sachen, die mal runtergegangen sind. Da haben wir jetzt die Keywords noch drinnen, da habe ich vorher beim Code dann schon aufgehört. Aber das sind die Interaction Count, die User Page Visits 1. Also das steht jetzt da dann drinnen, dann weiß, das ist ein Zugriff. So, noch einmal. Also die Seite, man sieht es nicht, schaut so aus. Das sind diese ganzen Codes, die da drin, dahinter sind. Jetzt schauen wir uns nämlich Joomla 5 an. In Joomla 5, das ja in circa 4 Wochen kommt, sind nämlich die schema.org. Das ist dann auf Plugins. Ist das in Plugins ausgelagert quasi oder eingebaut. Schaut natürlich, Cassiopeia im Frontend schaut exakt gleich aus, da ändert sich ja auch nichts am Template, aber im Hintergrund, der HTML-Code hat jetzt keine strukturierten Daten mehr, keine Microdata mehr, weil das, wenn man sich den Quellcode ansieht, jetzt als JSON-LD eingebunden wird. Das heißt, ich habe da ganz unten diese, also im Head, an der Stelle unten, aber eigentlich im Head, Script-Type, Application LDJSON, ich habe es da vergrößert und da steht dann, stehen diese ganzen strukturierten Daten drinnen. Also jetzt wird man es im Code nicht mehr sehen, direkt als Microdata. Der Vorteil ist, dass es vom Template jetzt unabhängig ist. Ja? Also egal, welches Template ich mir installiere, im Head werden trotzdem diese strukturierten Daten ausgegeben. Das wird dann genauso gelesen, es schaut jetzt ein bisschen anders aus. Das Tool hat jetzt aktuell noch gesagt, das sind 2 Warnungen, nicht Fehler, aber Warnungen. Genau, aber wird auch wieder der Name erkannt werden, die Sprache, die Section. Es gibt jetzt mehr von diesen Items, Item-Types und Properties, die man da einbinden kann. Genau, also das ist einmal so, wie es jetzt dann mit Joomla 5 kommt, wenn man es nutzen möchte. Wie kann man jetzt diese Tools zum Testen, also welche Tools gibt es zum Testen? Ich muss jetzt auf die Zeit, ich schaue noch auf die Zeit, ich kann es nämlich, ich zeige es nachher noch direkt, darum zeige ich jetzt nur den Screenshot. Also es gibt von Google auch ein Tool, diese Google Rich Results Test, das ist eine Webseite, da fügt man einfach seine, entweder da die URL ein, wenn die Webseite schon live ist, wenn sie noch nicht live ist, könnte ich mir jetzt diesen JSON-LD-Code rauskopieren aus meinem Quellcode. Dann klicke ich da auf Code, kriege ich so ein Codefeld, füge das ein und die Daten werden validiert und ich sehe dann, ist da alles drinnen oder nicht. Kann man jetzt auch schon mit jeder beliebigen Seite natürlich ausprobieren und man sieht dann auch, gerade die FAQs werden ganz oft auch so, oder wir verwenden das zum Beispiel auch oft auch für FAQs. Es gibt dann auch Browser-Plugins und da gibt es eins von Vibla, das ist auch die bieten auch eine Joomla-SEO-Komponente an und ich habe das als Browser-Plugin bei mir zum Beispiel im Firefox, da gehe ich auf die Webseite, kann ich euch nachher auch zeigen, bin auf der Webseite, klicke auf dieses Icon und kann mir dann meine Daten da validieren. Das geht auch offline. Also da kann ich zum Beispiel in einer Entwicklungsumgebung das auch noch ausprobieren. Genau, und das ist eben der Yannick Gauthier und das ist die URL, da kriegt man diese Info, vibla.com/SEO-Info. Das kostet nichts, das Browser-Plugin, das kann man sich einfach so installieren. Natürlich ein weiteres Tool, wo man strukturierte Daten sehen und prüfen kann, ist die Google Search Console.
Und da ist das ist ein bisschen versteckt, finde ich immer. Und zwar auf der linken Seite gibt es dann, es heißt Verbesserungen. Ich finde, es sind jetzt nicht so Verbesserungen auf Englisch, weiß ich nicht, was da genau steht. Aber einerseits Navigationspfade, FAQs und Logos. Also das ist jetzt auch eine Kundenseite, irgendeine kleine Seite, ich weiß gerade nicht welche. Aber da haben wir zum Beispiel diese FAQs eingebaut. Und man sieht, dass auf 6 Seiten werden gültige FAQs erkannt. Also wenn man dann auch wissen will, im Zeitverlauf wird das eh von Google auch gelesen und richtig interpretiert und habe ich da auch keine Fehler. Also Fehler würden mir hier auch angezeigt, dann würde ich das in einem Rich Snippet Test Tool mir genauer ansehen, welches einzelne Element vielleicht ist. Man kann sich auch da drinnen ansehen, draufklicken. Das ist die Google Search Konsole, da ist der Link, aber das, ich glaube, das kennen wahrscheinlich eh auch die meisten. Früher waren es die Webmaster Tools. Noch ein Beispiel zu Rezepten. Das haben wir auch bei einer Kundin, die macht so TCM-Rezepte und so. Und da haben wir da relativ viel wirklich auch mit den strukturierten Daten. Die gibt das auch immer dann ein. Da sieht man dann, wenn man es da unten sieht, die Rezepte. Und da ist der Link und dann sieht man auch mit welchem. Und wenn man dann wirklich in den Suchergebnissen das sieht, dann, wenn man nach Rezepten sucht, sieht man ja oft diese Anleitungen schon oben. Das ist dann auch so ein Rich Snippet in Google. Dann sieht man das. Mit einem Tool, mit dem man es noch machen kann, und da war heute Vormittag ja der Vortrag von Screaming Frog, da kann ich mir die natürlich auch auslesen lassen. Diese strukturierten Daten, die haben das auch die haben alles auf der Webseite von den Anleitungen her, da kann man das sich dort auch ansehen. So, wie kriegt man jetzt die strukturierten Daten in Joomla rein? Also, dass Joomla die ausgibt, haben wir schon gesehen. Gibt es ein paar Möglichkeiten. Früher hat man dann wirklich das im Editor eingefügt. Man kann es jetzt immer noch so machen, ist halt nicht so komfortabel. Also es gibt so Online-Markup-Generatoren. Ich habe da jetzt, Google hat auch einen, da gebe ich dann die Daten halt ein. Ich sage, ich will jetzt ein Rezept machen, gebe den Titel vom Rezept ein, die Zeit, den Link, die Zudaten, trage das alles ein, generiere mir diesen JSON-LD-Code und füge den wirklich zum Beispiel oder dem Microdata oder was auch immer und füge das wirklich bei mir auf der Webseite im HTML-Feld ein und habe dann dort die Daten. Nachteil ist natürlich, es ist irre fehleranfällig, ich muss das kopieren, dann verschwindet der Code vielleicht, der Kunde sieht das nicht, schreibt irgendwas drüber, vergisst, dass es da ist. Es ist relativ aufwendig, ist natürlich kostenlos und ich kann das auf jeder Webseite machen. Es gibt, das ist jetzt eine bezahlte Extension, die ich selber auch ganz gern verwende. Das ist Google Structured Data von Tassos. Das ist, Nachteil ist natürlich, es ist kostenpflichtig. Ist allerdings sehr flexibel, unterstützt auch viele Joomla-Erweiterungen, gerade Online-Shops und so in dem Bereich. Ja, die Sachen sind wirklich, die funktionieren sehr gut. Also kann man wirklich empfehlen, sonst würde ich es da jetzt auch nicht sagen. genau, also da kann man auch verschiedene Formate und so dann definieren. Ein weiteres ist auch, der Stefan und der Nils haben das auch für U-Team, wo man auch diese JSON-LD-Daten dann direkt in den Elementen auch eintragen kann. Kostet natürlich auch was, jetzt im Vergleich zu den anderen kostenlosen Varianten. Nachteil auch, man bräuchte U-Team, ist kein Nachteil, aber in dem Fall im Vergleich. Ist auch flexibel, man kann auch mit den dynamischen Daten das machen, genau. Und eben die Entwickler sind in der deutschsprachigen Community aktiv. Ja, Applaus von draußen gerade. Dann ist auch das Wibbler for SEO, also von dem das Browser-Plugin ist, der hat auch eine SEO-Extension, die viel mehr auch abdeckt, aber da drinnen kann man auch diese strukturierten Daten mitnehmen. Ich habe es selber allerdings noch nicht verwendet, ich weiß es nicht, wie es dann genau im Detail ausschaut. Ich weiß aber, dass es andere verwenden und dass es auch gut dafür geeignet ist. Das ist eben eine komplette SEO-Suite. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie das Ganze nämlich in Joomla 5 ausschaut, weil da ist es nämlich auch kostenpflichtig und integriert. Und eben jetzt in einer ersten Version drinnen und da, bitte? Nein, ist nicht kostenpflichtig, nein, nicht kostenpflichtig, gerade nicht. Genau, also es kommt aus einem Google Summer of Code Projekt. Wir sind ja immer Studierende, die quasi also ein Stipendium dafür bekommen, um für Joomla was zu programmieren, zu entwickeln. Und das wird von Google gefördert oder bezahlt. Und im letzten Jahr, also es gab es das früher auch schon mal, aber gerade letztes Jahr wurde daran weitergearbeitet. Da gibt es auch einen Joomla Magazine-Artikel dazu. Es gibt natürlich einen PR auf GitHub, den ich auch empfehle, sich anzuschauen. Ich habe das da jetzt rauskopiert, weil viele schauen dann ja doch nicht auf GitHub, fürchte ich. Aber es ist da gut beschrieben auch drinnen, was passiert, welche Plugins jetzt neu dazukommen. Und es ist mit Screenshots und man kann da auch ganz sich das einmal durchlesen, das ist, und natürlich testen. Ja. Also ich habe es jetzt
kann man noch dazu nicht vorgreifen. Es ist seit Ende Juli ist es jetzt auch in der Joomla 5 zuerst halt Alpha und jetzt auch Beta-Version drinnen. Wie schaut das jetzt aus? Welche von diesen strukturierten Datentypen sind jetzt möglich in Joomla 5? Das ist jetzt einmal zu Beginn quasi. Es gibt Blogposting, also das ist was jetzt auch schon die Joomla-Artikel waren quasi. Dann Book, also Bücher, Event, also Kurse, Veranstaltungen und so weiter. Jobposting, ganz wichtig, Stellenanzeigen. Organization, also Firma oder auch lokale Unternehmen, ganz wichtig, auch Person. Und Recipe, also Rezepte. Das sind viele Standard-Eindinge. Ich habe eh schon mit Benjamin und mit Harald auch gesprochen. Es fehlen nämlich die FAQs, fehlen nämlich zurzeit zum Beispiel noch. Und wir sind jetzt da noch am Diskutieren. Sie sagen, ich soll das gleich mal reinprogrammieren, aber ich weiß nicht, wann ich da... Jetzt bin ich gerade noch am Joomla Day. Also und ich habe dann jetzt einmal versucht... Entschuldigung, ja? News oder aktuelles ist einfach Blogartikel, genau, Blogposting. Ja, Frage? Custom ist jetzt noch, habe ich jetzt da noch nicht gesehen, nein? Aber auch noch eine Idee, dass man generiert das quasi hinterlegt, fertig, wo das drinnen steht. Okay, also da kommt gerade, ich sage es nur fürs Mikro nochmal, also bei Tassos zum Beispiel kann man sich einen generierten JSON-Code auch einfügen, da gibt es ein Feld dafür, ist jetzt da noch nicht drinnen, aber man könnte das ja an anderen Stellen dann auch einfügen, aber auch nicht unbedingt die Plugins dazu. Aber können wir uns noch anschauen, also es würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ich komme jetzt. Genau. Also ich habe jetzt mal rausgesucht, ich habe vorher ja die Liste gehabt, dass Google alles für Arten von strukturierten Daten anbietet und habe jetzt dir mal markiert, die meiner Meinung nach mit dem, was jetzt in Joomla kommt, abgedeckt sind. Und es ist jetzt, wie gesagt, eine erste Version. Bitte testet das, probiert es aus, testet die Daten, die generiert werden. Es ist standardmäßig das Plugin, glaube nicht aktiviert, dieses System-Plugin, ich zeige euch das dann nachher. Und testet wirklich die unterschiedlichen Formate, was rauskommt, genau, um damit das einfach auch dann weiterentwickelt wird und die Qualität noch besser wird. Es gibt nämlich auch noch was mir persönlich auch fehlt. Man muss nämlich die Daten jetzt alle nochmal manuell eintragen und das steht aber auch auf dem Actionplan quasi, was als nächstes dazukommen soll, dass das, aber ich zeige das dann jetzt gleich, dass das dann die Daten vorausgewählt werden. Und jetzt zeige ich euch das in einer lokalen Installation, wie das in Joomla 5 ausschauen wird. So, wir sind hier im Browser. Ich habe hier ein Joomla 5 lokal, eine 5.0.0 Beta 2, also ein Nightly Build von Dienstag, glaube ich, ist das jetzt. Ich habe, wenn ich auf System und die Plugins gehe, habe ich hier, kann man das sehen? Ich kann es eine Spur so machen. So. Also der Standard, glaube ich, wenn man es installiert, sieht so aus. Das letzte unten, also ich habe jetzt nach Schema gefiltert, also in den Plugins. Also wenn man nach Schema filtert, dann sieht man alle System-Plugins oder alle Plugins, die jetzt zu dieser neuen Funktion dazukommen. Aktiviert wird, wenn man das Schema.org Plugin einschaltet. Sonst wird es, glaube ich, noch nicht ausgegeben. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher. So, wenn ich jetzt dieses Plugin aufmache, ich habe da jetzt schon Testdaten eingetragen, ich kann grundsätzlich sagen, ist das eine Organisation oder eine Person, diese Basisdaten könnte ich auswählen. Man müsste sich dann nochmal, ich hatte etwas Zeitmangel vom Joomla, man muss sich jetzt nochmal ansehen, dann, wie das wirklich in den Daten, an welcher Stelle das ausgegeben wird, welchen Unterschied es macht, ob ich da Organisation oder Person ausgebe. Wir können es uns dann auch anschauen. Ich kann ein Image hinterlegen. Ich kann Social Media Accounts hinterlegen und darum habe ich da oben die Person ausgewählt. Genau, also da kann ich beliebig viele quasi könnte ich da hinterlegen, die dann auch in den Daten drinnen stehen. So, damit aktiviere ich jetzt einmal dieses Plugin und ich möchte aber damit wir auf jeden Fall nur die richtigen Daten haben, ich mache jetzt einmal nur ein Job-Posting, also eine Stellenanzeige und deaktiviere jetzt einmal die anderen. So, jetzt sage ich, okay, ich möchte, also ich kann, wenn ich das Plugin aufmache, dann kann ich nochmal sagen, welche Extensions dürfen diesen strukturierten Daten verwenden. Das ist der Hinweis auch an Extension Developer, dass sie das auch verwenden können. Also Sachen, die im Joomla Core sind, sind ja gut erweiterbar, auch für Extensions. Und ich kann ihm da sagen, okay, für wo soll es verwendet werden? Ich könnte es zum Beispiel für Kontakte verwenden, aber den Job Posting will ich es jetzt nicht, aber ich könnte mir eine Kategorie machen, Kontakte, zum Beispiel in einer Organisation, wo ich dann die ganzen Teams drinnen habe, keine Ahnung, irgendwelche Marketingabteilungen oder so und dort dann die Kontakte zum Beispiel,
das dort auch zulasse. Und ich könnte auch sagen, wo soll es nicht verwendet werden. Das sind da die Einstellungen, nur im Plugin. Und dann gehe ich auf einen Beitrag. Ich habe da den Marketing Manager angelegt. Und das, wenn ich das System-Plugin einschalte, dann habe ich hier diesen Reiter, also eh schon bekanntes Joomla-System. Ich habe eine Registerkarte. Also das ist jetzt unabhängig von dem, was ich sonst habe bei diesem Beitrag. Welcher Titel steht, was im Text drinnen steht, alle anderen Felder sind davon jetzt nicht berührt. Und ich kriege diesen neuen Reiter mit Schema. Das ist jetzt noch nicht alles übersetzt, aber das wird noch. Und da steht einmal grundsätzlich oben, ist dann auch wieder der Link zu schema.org, wo die Definition herkommt. Und ich kann hier den Schema-Typ auswählen. Das sind die Plugins, die ich freigeschaltet habe. Dadurch, dass ich die anderen jetzt deaktiviert habe, kann ich hier nur das Job-Posting auswählen. Ich gebe dann einen Titel ein, Marketing Manager, gebe eine kurze Beschreibung an, kann auch länger sein. Ich habe einen Identifier, das ist sowas wie eine, weiß ich nicht, irgendeine Stellenanzeigennummer, die kann ich selber definieren. Habe da Jobnummer angegeben und das. Sag, okay, ich habe das heute gepostet und das ist gültig bis, das ist bei den Stellenanzeigen sehr wichtig, also für Google ist bei den Stellenanzeigen dieses Close Date wichtig und es ist auch wichtig, dass man nach diesem Datum die Stellenanzeige entweder runternimmt, also wirklich nicht mehr verfügbar hat oder auf vergeben stellt. Das prüft Google da sehr genau ab bei den strukturierten Daten. Ich kann dann noch, also das sind jetzt auch das einerseits, was aus schema.org kommt und andererseits, was man sich auf der Google-Webseite ansehen sollte, welche Felder hier verwendet werden können. Und bei Description of the Job Location gibt es seit Corona Telecommute, On-Site oder Hybrid. Also ist das Homeoffice oder nicht, kann man damit angeben. Und das wird, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Google suche nach Marketing Manager Wien, dann habe ich hier diese strukturierten Daten. Also das ist jetzt zum Beispiel so eine Stellenanzeige, da sehe ich das Datum, also das ist vor einem Tag eingegeben worden, das ist Vollzeit zum Beispiel, das ist auch so eine Auswahl, die ich habe. Ich könnte mir da noch weitere ansehen und ja, sehr effizient, gerade bei Stellenangeboten extrem wichtig, um gefunden zu werden und Jobportale lesen diese Daten zum Teil auch aus und man ist dann manchmal auch automatisch bei denen gerankt. Welche? Wenn ich da jetzt draufklicke? Ja, genau. Genau, da gibt es dann auch die längere Beschreibung, habe dann verschiedene und das sind alles die Daten, die ich da in meinem bei den strukturierten Daten auch mitgeben kann. Und zwar, wenn ich jetzt wieder zu Joomla wechsle, kann ich hier noch Employment Type, da gibt es, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob es da vorgefertigte Typen gibt, also Vollzeit, Halbzeit, Teilzeit, was auch immer. Date to Start, kann ich ein Datum, also bei Text würde ich dann as soon as possible zum Beispiel. Da gibt es auch, da geht man dann auf die Google-Seite und schaut nach, welche Werte dort erwartet werden, damit Google das dann auch richtig übersetzt, theoretisch. Die Hiring Organization, wir haben das bei einem Kunden eingebaut, der ist Personalvermittler. Das heißt, er will eigentlich nicht, dass das Kunden, also der eigentliche Arbeitgeber dann auf der Seite steht. Da gibt es auch, das kann man auch, da gibt es einen bestimmten Ausdruck, den schreibt man dann statt der Organisation rein. Genau, also es ist schon Organisation, aber man gibt dann maximal nämlich zum Beispiel die Postleitzahl an oder den Ort Wien oder, keine Ahnung, München oder so, aber nicht detaillierter, nicht damit sich die Leute dann direkt bei dem bewerben, wenn ich dann eigentlich den Job vermitteln will. Also da würde ich jetzt auch empfehlen, auf der Google-Seite dann nachzusehen, welche Values man da eintragen kann. Job Location dann natürlich auch, ja. Peter ist asking, if der Peter fragt, ob es da so globale Einstellungen gibt, dass das dann auf alle übernommen wird. Nein, gerade nicht. Also noch nicht. Und es ist eben jetzt auch noch nicht zum Beispiel mit Custom Fields verbunden. Also das ist jetzt, das macht es jetzt noch sehr mühsam, da die Daten alle einzutragen. Aber es ist schon im System. Aber das wäre eben ein nächster Schritt, jetzt zu sagen, okay, ich will da beim Posted Date, das ist eigentlich, das soll mal das heutige Datum oder das Veröffentlichungsdatum oder so sein. Und das wäre jetzt eben ein nächster Schritt, dass das verwendet wird und die Leute zurückmelden oder auch, dass einfach diesen Code contributen quasi, dass das passiert. Salary und da könnte ich dann selber noch Felder hinzufügen, die mir in dem Fall wichtig sind, die dann zum Teil nicht verpflichtend sind, sondern freiwillig. Genau, also ich speichere den jetzt einmal, den Marketing Manager hier in unserer Testumgebung. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, zum Job, dann ist da mein Marketing Manager und ich habe jetzt da dieses Plugin von Wibler, also wenn ich da draufklicke, dann kriege ich mehr so SEO-Daten und ich kann jetzt hier auch auf strukturierte Daten, ich kann das leider nicht größer machen, und da sehe ich dann, da könnte ich dann, ich mache jetzt nochmal ein Validate neu und dann lese das Plugin jetzt lokal die Daten auf der Webseite aus und gibt mir dann auch da die Validation von dem Marketing Manager
Und das ist jetzt wirklich nur eine lokale Installation, daher, und es funktioniert normalerweise trotzdem. Vorführeffekt. Die andere Möglichkeit ist, das kann ich sonst auch noch zeigen, ich könnte auf die Google Structured Data Seite gehen. Also das ist jetzt dies von das Test für Rich Suchergebnisse. Da kann ich jetzt irgendeine URL einfügen hier, das habe ich vorher eben erwähnt auch. Und ich kann aber auch gehen und sagen, die Seite ist noch nicht online. Ich zeige mir den Seitenquelltext an und weiß, dass hier meine JSON-LD-Daten stehen. Und ich kopiere mir da jetzt das untere ist. So, ich kopiere mir das und kann das dann hier, da kriege ich so ein Codefeld, dann kann ich hier das einfügen und muss nur schauen, dass ich dann wirklich nur den vorne, ja, ich glaube bei. Das müsste so passen. Dann sage ich Code testen. Das dauert dann kurz und dann kriege ich meine Auswertung und er sagt mir, ob diese Daten schon ausreichend sind. Es müsste jetzt was fehlen, genau. Er sagt mir, er hat jetzt zwei Elemente erkannt, einige davon ungültig. Und das ist immer ganz wichtig, immer, dass man das nochmal prüft, wenn, bevor die Seite, oder kurz nachdem die Seite sonst auch live ist. Das eine ist die Stellenausschreibungen, da ist noch eine Fehlermeldung, weil ich nicht alle Felder entsprechend ausgefüllt habe. Aber ich sehe schon, er erkennt, das ist der Marketing Manager. Ich sehe da schon genau, das Feld Hiring Organization fehlt. Das ist eben ein Pflichtfeld für Google, das steht aber in der Definition drinnen. Ja. Das müsste eben dann auch eingefügt werden. Dann habe ich da, das ist dann auf der rechten Seite eben auch gehighlightet, wo es drinnen steht. Ich habe den Type, Job Posting, Marketing Manager und so weiter. Also ich kriege da auch die Rückmeldung, welche Daten sind jetzt noch nicht gültig oder was fehlt noch. Genau, und das Gleiche habe ich jetzt dann noch so zum Vergleich. Ich habe noch einmal einen Kaiserschmarrn. Gibt es auch heute beim Dinner als Nachtisch. Das mit Kaiserschmarrn ausprobiert. So, und jetzt habe ich mein Schema, ist jetzt natürlich nicht da, weil ich das Rezept noch nicht in den Plugins freigegeben habe. Ich gebe jetzt das Schema für die Rezepte noch frei. Wenn ich dann jetzt auf meinen Kaiserschmarrn gehe, dann habe ich hier mein Recipe, könnte ein Bild hinterlegen, habe den Titel Kaiserschmarrn, ich habe den geschrieben. Ich sage nicht eine Stunde, sondern nur 30 Minuten. Heute veröffentlicht und so weiter. Und wenn ich das speichere, dann ist das auf der Webseite drauf. Und da kann man bei den Rezepten kann man wirklich total detailliert die Informationen reingeben. Und je mehr, umso besser. Aber das ist ja auch ein heiß umkämpftes Feld in den Suchergebnissen, Rezepte. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Gibt es Fragen? Will noch wer was sehen? Ja, also die Frage ist, ob man aus der Tasks-with-You-Theme, da gibt es von KickTemp, gibt es das JSON-LD, wo du wirklich bei den Elementen die sagen kannst, das sind die strukturierten Daten für dieses Element. Ja, bitte. Importieren brauchst du es in dem Fall nicht, weil es ja in U-Theme drinnen steht, die Daten. Dann nutzt du einfach die Joomla-Funktionalität nicht. Also das ist dann wirklich im. Nein, das brauchst du dann gar nicht, genau, das extra. Auch wenn mit Tassos brauchst du da diese Joomla-Geschichte eigentlich nicht. Genau. Ja. Gut. Ich finde es eine super Erweiterung. Sorry. Okay. It's not there yet. So the link right now to custom fields is not there. Tassos can do it actually. You can put the fields of fixed values. And I hope it will be there in Joomla. Ja. Aber die Hoffnung ist, dass das, wenn es verwendet, mehr verwendet wird und dass dann die Funktionen reinkommen, jetzt wo es da ist, getestet wird und gut verfügbar ist. Ich finde es eine super Möglichkeit wieder, weil es auch Extensions jetzt auch verwenden können und das einfach das System noch flexibler, noch besser macht. Dankeschön.